Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, in der letzten Folge bzw. Aufnahmesession haben wir Fort Todeslicht hinter uns gelassen und sind jetzt als nächstes auf dem Weg nach Stauholz, um die Quest abzugeben. Wir können aber mal kurz gucken. Also das war die Money über Bord Quest, die wir jetzt fertig haben. Ja, Handelsbedingungen, das ist alles Valianische Handelsgesellschaft mit Pokokuhara. Geringe Chancen, ja, Pokokuhara immer noch. Asila Wensk, über die haben wir. Schatzkammer des Erzmagiers. Das ist auch eine Kataka. Die Kawara archivieren, die geschminkten Masken. Töte die Flammenläuferin Vesali. Nö. Insel Krummsporn. Südlich von der Kataka. Hasongo, Aschgrauer Rachen, Mutari Ikosi. Ja, jede Menge Todesfeuerhändler. Was sagt unser Trinken denn so? Sieht doch recht ordentlich aus, unser Trinken. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal mit Wasser ein bisschen helfen. Mal kurz gucken, welche Fahne. Ich bin wieder der Wächter des Dürrwalds, okay. Das heißt, wir steuern jetzt auf Stauholz zu. Und alles, was wir unterwegs so finden. Wie zum Beispiel hier die Düsterwasserlagune, das wird abgeklappert. Ich meine, wir können ja entweder nur Kopfgelder finden oder geheime Verstecke oder den Tod. Ach je. Mawani Owe, der unersättliche Berg. Was zur Hölle? Ist auf jeden Fall etwas Böses. Du kannst während deines Kampfes nicht weiterziehen. Auch gut. Ja. Okay, dieses Ding ist uns definitiv noch zu stark. Scheint ja auch ein Supermonster zu sein.
Der ultimative Blob sozusagen. Das ist übrigens auch etwas, was ich noch wachen wollte. Mal mit der Schiffsmannschaft reden. Okay, habe ich die Düsterwasserlagune hier jetzt irgendwie markiert? Dann schreibe ich mir mal in meine Notizen Monster Dungeon. Mir nett, dass hier jetzt ein neues Ding angelegt wird, aber eigentlich ist es egal. Ja. Nördlich Todeslicht. Lagune mit super Gülle Monster. So, und drei Ausrufezeichen. Und ganz ehrlich, hier kann ich eigentlich auch die Tage entfernen. So. Gucken wir uns weiter so ein bisschen in der Gegend um. So, Moral ist durch Wasser wieder gesunken. Dunkle Wolken hängen am Horizont. Wo bin ich jetzt reingerudert? Wolken türmen sich in der Ferne auf. Ein undurchsichtiger Funke aus Regen fängt von ihnen herab. Aldengren blickt auf den Sturm und spuckt aus. Wäre gut, wenn wir ein Bootsmann hätten, Captain sein. Kann man bei einem Sturm immer gut gebrauchen. Die Mannschaft blickt dich an, deine Beschele. Ja, der Mannschaft Aufgaben zu weisen. Die Mannschaft wartet auf deine Führung. Ja, Biodrun, bitte dich mit diesem Seil hier an das Steuerrad. Ich will nicht, dass du über Bord gehst. Mit verzogenem Gesicht im Biodrun ist das Seil, zieht es durch die Speichel des Rades und durch seinen Gürtel. Ja. Ja, gib alles Gekochte raus, Irena, und löscht dann die Feuer. Irena sortiert Eikamp. Die Mannschaft wird froh sein, noch eine letzte warme Heizung zu haben, bevor wir in dieses Chaos segeln. Moral erlangt 3, okay. Die Matrosen Aufgaben zuweisen. Ja, Regenwasser sammeln, genau. Alle Mann an die Takelage, wir müssen die Segel reffen. Die Leute steigen an die Takelage hier an den Leinen und verstreuen die Segel, um die Fläche zu minimieren, die der Wind ausgesetzt ist, bevor sie wieder an Deck zurückkehren. Das reicht fürs Erste. Mannschaft, das reicht fürs Erste. Begleiter um Hilfe bitten. Du triffst an einen deiner Begleiter heran. Seraphin, ich brauche Hilfe. Eikem, ich sage es dir, wenn du etwas Hohlköpfiges tust. Ja. Der Onerne grinst. Moral erlangt 5. Hm. Erneut Möglichkeiten überdenken. Wir sind so gut vorbereitet, wie es nur geht. Aufgaben weiter. Die Wolken ziehen über euch für 6. Sie beherrschen den Himmel, blicken die See mit einem tosenden Grauen. Der Regen prasselt auf das Deck. Biodo hat Schweißperlen auf der Stirn, als der Sturm immer näher kommt. Die können wir nicht ausweichen, Captain. Das Meer ist aufgewühlt und das Schiff schaukelt, als die Wellen, die die Feindseite treffen. Der Wind tobt und peitscht den Regen über die Decks. Alle unter Deck und die Luken dicht machen. Wir treiben unter Top und Takel. Alle Mann auf ihre Kosten, wir halten Kurs. Wir drehen bei, bildet das Steuer gegen die Segel und geht unter Deck. Wir fahren mit blankem Mast, Biodul. Alle anderen gehen unter Deck. Hm.
Top und Takel sich treiben lassen. Die passive Taktik gegen einen Sturm. Die Mannschaft streicht die Segel und geht unter Deck, um alle Luken zu sichern. Schützt die Mannschaft und den Mast, sorgt aber dafür, dass das Schiff der Gnade des Meeres ausgesetzt ist. Das Schiff kann bei besonders rauer See rollen. Okay. Wir halten Kurs. Die Mannschaft fährt auf ihrem Posten und versucht normal zu segeln. Mhm. Wir drehen bei. Die Segel und Ruder werden an Ort und Stelle festgebunden, basieren sich gegenseitig aus. Die Mannschaft geht unter Deck. Sie schützt die Mannschaft und hilft dann bei, das Schiff gut vorankommt. Steht hier jedoch ein Risiko für den Mast und die Segel da. Okay. Die Segel werden eingerollt, die Mannschaft geht unter Deck. Nur Steuermann bei dem Steuerrad stehen. Das Schiff ist auf der. Ist auf den gegen die Masten wie den Wind angewiesen, um sich fortzubewegen. Die sorgt oft für eine hohe Geschwindigkeit. Die schützt die Mannschaft und die Segel kann aber für den Rumpf gefährlich sein und stellt ein Risiko für den Steuermann dar. Ja. Posten halten. Erfolg. Wellen erheben sich, brechen über die Reling. Oh, minus 3 Moral. Und schicken Wasserflügel über die Deck. Seeleute rufen sich gegen gräßliche Kommandos zu, klammern sich verzweifelt an die Takelage, während du versuchst, durch den Sturm zu navigieren. Moral verloren. Der Sturm wütet und macht keine Anzeichen, bald nachzulassen. Verstrichen ein Tag. Ja, machen wir mal das. Die Mannschaft versteckt sich unter Deck und dichtet jede Luke gegen die Fluten ab. Der Sturm wird weiter, macht kein Anzeichen, bald nachzulassen. Ein Tag ist verstrichen. Das Schiff schaukelt unablässig, unkontrollierbar und spalten sich deine Leute den Bauch oder strecken die Köpfe über die Eimer, die zwischen ihren Knien. Der widerliche Groggeruch ihres Erbrochenen hängt in der Luft. Öffnet die Geschützpforten, alle werden sich besser fühlen, wenn sie den Horizont sehen. Die Mannschaft öffnet die Geschützpforten durch, die sowohl einen Blick auf das Meer werfen, als auch in den Inhalt ihrer Eimer entleeren können. 4 Moral verloren. Ja, ein Tag ist wieder verstrichen. Ja, wieder alle unter Deck. Als wären sie das Schiff beruhigen, als sich die Wolken schließlich und legen sich wie eine Decke über den Himmel. Auch die Wellen beenden hier beben und die Defiant kann endlich wieder ruhig segeln. Die Mannschaft lehnt sich mit angespannten, aber erleichterten Gesichtern gegen Reling und Takelage. Der Sturm scheint vorüber zu sein. Jo, Mannschaft hat 600 Erfahrung gehalten, hat einen Seemannserfahrung gehalten. Das ist gut. Okay, wir müssen jetzt was gegen die Moral tun. Also verschiebe ich das Wasser nach hinten, dass sie den Grog saufen können. Und ich mache mal einen Quick Save, weil wir jetzt den Sturm überstanden haben. Und ja, im nächsten Hafen werde ich dringend gucken, dass ich wieder Vorräte kaufe. Also gute Vorräte. Ich bin mir nämlich sicher, dass mich unser Freund da gut auszahlen wird. Und das, was wir so erbeutet haben bei Benwef, das wird uns auch noch eine schöne Stange Geld bringen, hoffe ich mal. Deswegen mache ich mir mal nichts draus und lasse sie den Grog saufen. Während ich die Welt absuche. Und mich ganz langsam in Richtung Stauholz begebe. Oh, hier sind Inselchen. Bei Inseln könnte ein verlassenes Dorf sein, auf jeden Fall. Ein Todesfeuerhändler. Dem hinterher zu jagen ist allerdings nicht so schlau.
Erstmal gibt's Obst. Das finde ich immer gut, wenn wir frisches Obst finden. Da gibt's noch mal eine Wasserquelle. Ja. Gebiet absuchen. Gebiet absuchen. Palmstein. Okay. Das gesamte Dorf ist abgesucht. Es gibt nichts mehr. Ja, wir haben Stauholz erreicht. Ja, das ist ein Krummsporn-Kapitän und der ist ziemlich gut, wenn ich es mir so ansehe. Mit seiner DAO. Deswegen will ich mich auch mit dem noch nicht anlegen, bis wir nicht auch selber ein größeres Schiff haben. Aber wir haben den Kartenrand erreicht. Das ist auch gut.